Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Den ersten in diesem Jahr und den ersten auch ohne Gesprächspartner, weil ich Ihnen einfach nochmal persönlich alles, alles Gute wünschen möchte für dieses Jahr. Gesundheit und auch Erfolg. Und gerade zum Thema Erfolg würde ich Ihnen zu Beginn des Jahres gerne meine ganz persönlichen 5 wichtigsten Tipps zum Thema Marketing in 2021 mitgeben. Und dies ist ein weiterer Grund, warum Sie mich heute erstmal ganz alleine hier sehen. Ja, dieses Jahr hoffen wir ja alle, dass wir uns auch wieder persönlich sehen und nicht mehr nur alles online machen. Aber andererseits können wir froh sein, online bietet uns unglaublich viele Möglichkeiten, auch mit unseren Mandanten in Kontakt zu treten. Man muss nur einige Aspekte berücksichtigen, die anders sind. Was ist aber zum Beispiel nicht anders? Da sind wir schon bei meinem ersten Tipp jetzt. Planen Sie Ihre Strategie. Online ist wichtig, alles ist auf online, aber online ist keine Strategie. Deswegen bleibt es wichtig, vorher zu definieren, was sind eigentlich Ihre Ziele? Was möchten Sie erreichen als Kanzlei? Möchten Sie die Bekanntheit Ihrer Kanzlei erweitern oder möchten Sie eine bestimmte Praxisgruppe verstärkt ausloben? Haben Sie einen neuen Rechtsbereich sozusagen entwickelt, den Sie nun kommunizieren möchten? Das wäre ganz wichtig, dass Sie erstmal Ihre Ziele definieren für sich, denn das ist auch entscheidend im Hinblick auf den Kanal und die Art der Kommunikation, die Sie machen wollen. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch, wer ist Ihre Zielgruppe? Wen möchten Sie erreichen? Da muss man einfach auch unterscheiden, möchten Sie beispielsweise den Inhouse-Juristen einem großen Unternehmen erreichen oder möchten Sie den CEO eines mittelständischen Unternehmens erreichen? Da müssen Sie auch eine ganz andere Art der Ansprache wählen, wahrscheinlich auch einen anderen Kanal. Bei dem einen sprechen Sie zu einem Juristen, beim Mittelstand sprechen Sie höchstwahrscheinlich eher zu einem Ingenieur oder zu einem Betriebswirt. Alles Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind und einfach Auswirkungen haben auf die richtige und vor allen Dingen effektive und effiziente Marketingstrategie. Und effizient einfach auch in Ihrem Sinn, denn auch Sie möchten ja Zeit sparen und vor allem, wenn wir unsere Kunden beraten, wir möchten die Zeit unserer Kunden effizient nutzen. Und dann stellt sich natürlich die große Frage, wenn Sie diese Fragen beantwortet haben für sich, wo erreiche ich diese Zielgruppe? Und das bringt ja recht wenig, wenn man häufig die tollsten Anzeigen oder Videos auf Instagram sieht, wenn Ihre Zielgruppe auf Instagram gar nicht unterwegs ist. Das heißt, eine gezielte Zielgruppenanalyse sagt Ihnen einfach auch, auf welchem Kanal Ihre Zielgruppe aktiv ist. Und dort sollten auch Sie sich tummeln. Und da sind wir schon bei meinem zweiten Tipp. Nutzen Sie wirklich die Kanäle, auf denen Ihre Zielgruppe auch wirklich präsent ist. Und wo das ist, das sagt Ihnen die Zielgruppenanalyse. Und vielleicht ein kleiner Tipp, LinkedIn wird dieses Jahr weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Kanal für den B2B-Bereich sein, also für Sie als Anwälte und auch für Ihre Kunden, soweit Sie im B2B-Bereich aktiv sind. Woran liegt das? LinkedIn war im letzten Jahr schon einfach, die haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. Das heißt, wenn Sie dort kommunizieren, sind die Kosten pro erreichten potenziellen Mandanten einfach die besten. Ja, LinkedIn möchte auch mehr Mitglieder gewinnen. Früher war es bei Facebook so. Facebook war das beste Preis-Leistung, aber inzwischen, wenn Sie dort posten, erreichen Sie gerade mal noch 6% Ihrer Zielgruppe. Besser gesagt, Ihrer Follower. Auf LinkedIn sieht das noch viel besser aus. Und vor allen Dingen erreichen Sie auch organisch dort noch sehr, sehr viel. Und LinkedIn hat ja auch den Vorteil, wenn Sie einen professionellen Account haben, dass Sie über diesen Account auch noch Targeting betreiben können. Das heißt, Sie können ganz gezielt wirklich Ihre Zielgruppe, sei es Mittelstand, sogar regional und nach Branche, nach Bereich, nach ganz unterschiedlichen Kriterien targeten. Und eins vielleicht noch, LinkedIn. Ich kann wirklich an dieser Stelle nicht ausführlich auf LinkedIn eingehen. Das werde ich an einem anderen Video machen, was in der nächsten Woche erscheinen wird, worauf Sie bei LinkedIn achten sollten. Aber LinkedIn achtet auch mehr darauf, dass Sie authentisch sind. Und da wäre ich schon bei meinem dritten Tipp. Seien Sie authentisch. Versuchen Sie nicht nur eine One-Way-Kommunikation zu betreiben, sondern
kommunizieren Sie, tauschen Sie Informationen aus, bieten Sie sich als Sparringpartner an, zeigen Sie den Mehrwert, den Sie bieten können und treten Sie in Interaktion. Es ist wirklich vollkommen in Ordnung, wenn Sie auch mal selbst jemanden kontaktieren und sagen, Sie würden gerne mit ihm in Kontakt treten. Ich weiß, für Anwälte ist das nicht so einfach. Viele tun sich damit immer noch schwer. Aber das wird ganz, ganz wichtig werden und von LinkedIn positiv bewertet. Genauso, wenn Sie persönliche Kommentare machen von Followern, die Sie haben, wenn Sie selber posten. Und das vor allen Dingen auch regelmäßig wird ganz, ganz wichtig sein. Dann sind wir bei meinem vierten Tipp. Entwickeln Sie Content. Content mit Relevanz. Das auf LinkedIn und das aber auch auf anderen Kanälen, die abhängig von Ihrer Zielgruppe die richtigen für Sie sind. Ein CEO, wir hatten es kurz angesprochen, eines mittelständischen Unternehmens, müssen Sie natürlich anders ansprechen, auch mit anderen Informationen als einen Juristen beim Großkonzern. Und das sollten Sie in Ihrer Kommunikation in Bezug auf Content berücksichtigen. Manchmal kann auch ein Video, wenn Sie den Endkonsumer ansprechen, sehr, sehr wichtig sein. Aber auch bei Anwälten. Gerade um besonders komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, können Sie so Ihre Fähigkeit einsetzen und ein Video machen oder einen Podcast. Also Sie sehen schon, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch unter Lockdown-Konditionen mit Corona. Ja, sehen Sie auch, ich verhaspel mich, aber diese Verhaspler werde ich jetzt einfach mal drin lassen, weil dieses Video, wie Sie sehen, was ich jetzt heute auch selber mache, ist auch eher ein konventionelles Video, es ist kein Profi-Video, das mache ich auch an dieser Stelle ganz bewusst. Ein professionelles Video hätte einen anderen Hintergrund, würde mit verschiedenen Kameras arbeiten, anderen Schnitttechniken. Das wäre, würde ich zum Beispiel beim Image-Video empfehlen. Aber jetzt an dieser Stelle habe ich jetzt mal ganz bewusst diese Kommunikation gewählt. Ja, und dann kommen wir zu meinem letzten Tipp. Verkaufen Sie Ihre Leistung zielgruppengerecht. Ich weiß, jetzt kommt schon mal bei vielen Anwälten gleich das rote Tuch. Verkaufen ist ja ein Wort, was kein Anwalt gerne hört. Ich meine natürlich auch nicht Hard Selling, sondern ich meine, verkaufen Sie sich für das, was Sie stehen. Denn viele wissen das ja nicht. Bieten Sie einen Mehrwert. Sagen Sie, warum Sie besser sind als der Wettbewerber. Sagen Sie überhaupt, worin Sie gut sind. Und sprechen Sie darüber, was Sie anbieten. Und bieten Sie auch ein Konzept und ein Bezahlmodell, mit dem Ihr Gegenüber was anfangen kann. Dies einfach Aspekte, was für mich unter Verkaufen läuft, in Anführungszeichen, womit ich weiß, viele Anwälte auch ihre Probleme haben. Ja, das waren meine 5 kleinen Tipps für dieses Jahr zum Start. Natürlich konnte ich sie nur an der Oberfläche anreißen. Wenn Sie weiter Fragen haben, können Sie uns jederzeit gerne anrufen oder schicken Sie mir eine Mail. Natürlich bin ich auch offen für Kritik hier auch auf diesem Kanal. Bei YouTube schreiben Sie gerne in die Betreffzeile, was Sie gestört hat, was Sie besser fänden oder was Sie sich auch wünschen würden, über welche Inhalte wir vielleicht sprechen sollten. Und was ich Ihnen auch gerne anbieten möchte jetzt zum Jahresanfang, einen Zoom-Call. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenn Sie vielleicht ganz persönlich über Inhalte sprechen möchten, wir bieten Ihnen kostenlos, unverbindlich einen Zoom-Call an, in dem wir Näheres besprechen möchten. Die Telefonnummer, unsere E-Mail finden Sie hier nochmal eingeblendet. Ansonsten erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich auf weiteren Austausch. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Böhnert. Tschüss.